Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr wisst ja, ich liebe meine Sony A7 III wirklich sehr. Aber es gibt tatsächlich 7 Sachen, die mir gar nicht an dieser Kamera gefallen. Und die gibt es heute in diesem Video. Aber nicht nur alleine von mir, sondern zusammen mit Felix. Was geht? Ah ja, viel Spaß mit diesem Video. Wenn euch Dinge auch stören an der Sony A7 III und ihr die schon mal benutzt habt oder sogar benutzt, schreibt mir gerne eure Sachen, die euch stören an der Kamera, unten in die Kommentare. Bin ich definitiv gespannt. So komplett im Ernst, ich bin wirklich sehr gespannt, weil Erfahrungen austauschen ist einfach das Coolste, was irgendwie auf Social Media funktioniert. Also droppt es einfach mal unten in die Kommentare. Der erste Punkt ist wirklich so simpel wie auch wirklich sehr, sehr nervig. Denn den Fotomodus und Videomodus kann man nicht mit unterschiedlichen Einstellungen belegen. Was ich damit meine ist, dass zum Beispiel das Farbprofil genau das gleiche bleibt, wenn ich zwischen dem Videomodus und dem Fotomodus wechsle. Aber nicht nur das, zum Beispiel auch die Belichtungsmethode. Möchte ich zum Beispiel manuell belichten oder möchte ich eine Blendenpriorität einstellen, geht das also nicht im Fotomodus und Videomodus unterschiedlich. Was das für mich heißt, es macht definitiv den Workflow schlechter, wenn ich zum Beispiel gleichzeitig Fotos mache, aber auch Filme. Ach, wisst ihr Leute, es ist einfach ein bisschen schmerzhaft, dieses Video aufzunehmen, denn ich liebe die A7 III eigentlich. Die hat so viele geniale Features und eins meiner Lieblingsfeatures ist auf jeden Fall auch der Gesichtsautofokus, weil der einfach noch besser darin ist, auch die Augen beim Autofokussieren auf Gesichter zu treffen, als ein herkömmlicher Autofokus. Das einzige Problem ist, dass ich auch sehr gerne externe Recorder an der A7 III benutze. Und wenn man das macht, dann funktioniert der Gesichtsautofokus nicht mehr. Dann hat man nur noch den normalen Autofokus und ist irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Jeder, der schon mal eine Sony A7 III in der Hand hatte, war sofort überzeugt von dem Autofokus. Denn er ist wirklich die Spitze des Eisberges in der Klasse, wenn man das so sagen kann. Weil, guckt euch einfach mal die Aufnahmen an. Ist das nicht Wahnsinn, was man mit dem Autofokus mittlerweile machen kann? Aber was mich wirklich sehr, sehr stört, ist, dass der Autofokus zwar wirklich sehr, sehr snappy ist und immer auf dem Gerät oder Gegenstand hält, aber er teilweise einfach zu snappy ist. Und was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn wir uns die Aufnahme hier in 100 FPS angucken. Man sieht, wie der Autofokus zwar immer wieder versucht reinzukommen, aber das größte Problem ist dabei, dass er die meiste Zeit nicht das Objekt richtig verfolgt. Bei langsamen Aufnahmen wirklich gar kein Problem. Wenn man aber zum Beispiel einen Dolly-Shot machen möchte und ganz langsam auf ein Gerät zukommen möchte, dann hat der Autofokus wirklich manchmal einfach Probleme. Der nächste Punkt ist wieder so eine kleine Nervigkeit, die einem erst auffällt, wenn man mal richtig lang mit der Kamera gearbeitet hat. Und das ist für mich die fehlende Möglichkeit, der Kamera zu sagen, in welchem Bereich sich der Shutter aufhalten soll, wenn er automatisch eingestellt wird. Für mich ist es nämlich so, dass ich eine Menge Vlogs auch mit der A7 III produziere und für Vlogs braucht man häufig einfach eine offene Blende und dann die Möglichkeit, die anderen Einstellungen so anzupassen, dass man keine Belichtungsprobleme bekommt, wenn man mal zwischendrin oder draußen oder tagsüber und abends wechselt. Aber abends ist es halt häufig so, dass selbst wenn man mit 25 Bildern pro Sekunde filmt, die Kamera es einfach für eine gute Idee hält, auch den Shutter auf ein 25stel runter zu machen. Und eigentlich hätte ich ihn gerne nicht tiefer als ein 50stel. Aber das kann ich der Kamera nicht sagen. Doch ich würde so gerne. Das Problem werden Leute kennen, die entweder mit 2 Sony A7 IIIs oder zum Beispiel auch mit der Sony A7 R III noch dazu shooten. Und zwar ist es nicht möglich, dass man sich auf die SD-Karte in der Kamera einfach die Einstellungen kopieren kann. Das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aber zum Beispiel bei den Sony Camcordern kann man einfach die ganzen Geräteeinstellungen auf eine SD-Karte speichern. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einfach die SD-Karte aus meiner Kamera rausnehmen, könnte sie jetzt bei Felix reinpacken und er könnte sich entscheiden, genau die gleichen Einstellungen von meiner Kamera in seiner zu kopieren und einzufügen. Was man dann auch gleich noch machen könnte, ist, dass man einfach auf die SD-Karte LUTs raufspielt, zum Beispiel die LUT, die ich hier gerade in dem Video benutze. Findet ihr außerdem unten verlinkt. Dann könnte man einfach sagen, hier, willst du damit dir dein Footage angucken und schon mal gucken, wie das Ganze gegradet ungefähr aussehen würde in der Kamera. Würde super einfach funktionieren und ich nutze das wirklich super gerne bei meinem Atomos Ninja V, meinem externen Recorder.
Ich glaube, ich muss mich jetzt gleich kurz ein bisschen beherrschen, ne? Denn ich komme jetzt mal zu dem größten Ärgernis, das ich mit dieser Kamera habe, weil es ein super nerviger Punkt ist, den ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Denn diese Kamera kann natürlich in verschiedenen Framerates aufnehmen. 4K zum Beispiel in 24 Bildern pro Sekunde, 25 Bildern pro Sekunde oder 30 Bildern pro Sekunde. Dabei ist das Ganze nochmal ein bisschen unterteilt in NTSC und PAL. Da haben wir einmal 24 und 30 Bilder pro Sekunde und auf der anderen Seite halt eben alleine die 25. Jetzt würde ich eigentlich gerne, wenn ich mit dieser Kamera unterwegs bin und Aufnahmen mache, einfach ganz smooth zwischen diesen Framerates hin und her wechseln können. Denn man braucht es gerade im Technikbereich super oft, weil bei verschiedenen Framerates Displays und Lichter flackern und in anderen wiederum nicht. Aber diese Kamera möchte wirklich jedes Mal, wenn man zwischen NTSC und PAL wechselt, die Speicherkarte formatieren. Und es ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich dann aus Versehen auf OK gedrückt habe und all meine Footage weg war, obwohl ich doch einfach nur wollte, dass mein Smartphone-Display nicht in den Aufnahmen flackert. Und es ist einfach mega ärgerlich. Ich meine, gut, wir haben zwei SD-Karten-Slots in der A7 III. Das ist dann wieder ein Vorteil. Da laufe ich dann meistens mit zwei SD-Karten rum, damit ich auf der einen die eine Framerate aufnehmen kann und auf der anderen die andere. Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Bitte, Sony, nehmt einfach dieses blöde Formatierungslimit weg. Ich möchte zwischen den Auflösungen und Framerates wechseln können, wie es mir beliebt. Alles klar, das war's mit diesem Video. Es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao. Bruder. Eier.